tun sollte, wenn man allein in einem Spukschloss ist. Punkt 1. Alleine kommen. Punkt 2. Sich verlaufen. Punkt 3. Laut auf sich aufmerksam machen. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Punkt 4. Sich die Gesichter in den Bildern genauer anschauen. Punkt 5. Seltsame Geheimgänge erforschen. Punkt 6. Okkulte Bücher lesen. Halt hier num halt hastul omos ran talfar. Metal, Leute. Gott. Punkt 7. Etwas zu genau hinhören. Das. Wo bist du? Was ist das, verdammt? Du Scheiße. Zeig dich. Scheiße. Punkt 8. Einschlafen. Punkt 9. Dreimal im Spiegel Bloody Mary sagen. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary.